Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Kombinierer Johannes Reizeck träumt bei der anstehenden WM von einer Medaille. Urheberrecht Getty Images. Johannes Reizeck wird bei der anstehenden nordischen Ski-WM eine große Ehre zuteil. Der Kombinierer wird bei der Eröffnungsfeier das deutsche Team anführen. Kombinierer Johannes Reizeck ist bei der Eröffnungsfeier der nordischen Ski-WM in Seefeld am Mittwochabend der Fahnenträger des Teams Deutschland. Dies gab der Deutsche Skiverband DSV bekannt. Reizeck hatte bei der WM 2017 alle vier möglichen Goldmedaillen geholt und war zum Rekord-Weltmeister aufgestiegen. Das ist eine schöne Wertschätzung und unglaublich cool, sagte Reizeck. Das wird sicher ein schöner Start in die WM. Ich versuche, das aufzusaugen und zu genießen, alles mitzunehmen, mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden, Anzeige bei der Eröffnungszeremonie in Seefeld, die den Auftakt zu den 12-tägigen Titelkämpfen der Skispringer, Skilangläufer und Kombinierer bildet, tritt ab 18.00 Uhr unter anderem Stargeiger David Gerrit auf.